Einen wunderschönen guten Tag, hallo und herzlich willkommen. Heute gibt es mal wieder ein kleines Photoshop-Tutorial. Und zwar möchte ich euch heute einfach mal zeigen, wie ihr eure Bilder so bearbeitet, dass ihr so einen märchenhaften Look, einen verträumten Look in eure Bilder reinbekommt. Das Ganze heißt Orton-Effekt. Wie das funktioniert, das zeige ich euch gleich. Wie gesagt, es geht heute um den Orton-Effekt. Ihr seht das Ganze hier schon im Bild, wie es dann am Ende aussieht. Ich zeige euch gerne nochmal das Ausgangsbild dazu. Das ist natürlich schon ein ganz anderer Look, wenn wir das Ganze nicht so bearbeitet haben. Und wie das jetzt funktioniert, zeige ich euch gleich. Kurz zur Info, was ist der Orton-Effekt? Orton-Effekt ist eigentlich nichts anderes, als dass ihr zwei überbelichtete Bilder übereinander legt, davon ist ein Bild scharf, das andere ist unscharf. Und wenn ihr die übereinander legt, dann bekommt ihr diesen Look. Wichtig ist aber dabei, dass die Bilder überbelichtet sind, weil wenn ihr die übereinander legt, multipliziert, dann werden die wieder dunkler. Deswegen müssen die von vornherein erstmal ein bisschen heller gemacht werden, damit die dann am Ende nicht zu dunkel wirken. Ich würde sagen, wir steigen einfach mal ein. Ich mache jetzt einfach mal die Bearbeitung noch mal raus, macht das jetzt Ganze live mit euch noch mal zusammen. Als allererstes kopiert ihr euch zweimal die Hintergrundebene. Dann benenne ich das Ganze einfach mal um in negativ multiplizieren. Und dann machen wir das Ganze auch schon. Ihr geht hier einfach oben in den Ebenenmodus rein. Negativ multiplizieren und damit erzeugen wir jetzt erstmal dieses überbelichtete Bild, von dem ich gesprochen habe, was wir jetzt als Ausgang nehmen. Wenn ihr das habt, nehmt einfach die beiden Ebenen zusammen und dann auf eine Ebene reduzieren. Mache ich einfach deswegen, damit ich hier oben dann wieder ein Normalstehen habe. Müsste das jetzt noch einmal kopieren, weil wir jetzt zwei überbelichtete Ebenen brauchen. Und diese überbelichtete Ebene würde ich jetzt einfach erstmal unscharf machen, weil ich ja gesagt habe, wir brauchen eine Ebene, die unscharf ist. Diese bekommt ihr natürlich mit dem Weichzeichnungsfilter und dann Gaußscher Weichzeichner. Wie stark ihr das machen müsst, das müsst ihr einfach ausprobieren. Das hängt natürlich immer ein bisschen davon ab, wie groß ist euer Bild. Je größer, umso stärker könnt ihr das hier machen. Ich nehme jetzt einen Wert so um die 20. Wie gesagt, probiert das aus. Ihr könnt am Anfang ruhig ein bisschen mehr machen. Ich zeige euch das nachher auch noch. Wenn euch der Effekt dann zu stark ist, könnt ihr über die Deckkraft das Ganze auch noch regulieren. Dann bestätigt ihr das und dann gehen wir auch schon hier im Ebenenmodus auf das Multiplizieren, so wie ich das ja gerade schon gesagt hatte. Dann wird das Bild natürlich wieder dunkler und dann seht ihr das auch schon. Jetzt haben wir schon diesen malerischen, märchenhaften Effekt. Den könnt ihr jetzt natürlich noch abschwächen. Ihr könnt natürlich einfach hier die Deckkraft runternehmen. Ihr werdet aber merken, das seht ihr jetzt auch schon, wenn ich die runternehme, wird das Bild sehr schnell wieder sehr hell. Deswegen würde ich euch einfach empfehlen, gruppiert das Ganze. Halt, das war natürlich zu schnell. Wir müssen natürlich beide Ebenen zusammennehmen. Deswegen beide markieren und dann gruppieren. Command G, dass wir das als Gruppe haben und dann könnt ihr hier mit der Deckkraft arbeiten, dann wird das Bild nicht so extrem hell. Ich denke mal hier so um die 70% finde ich das ganz schön. Das könnt ihr dann natürlich einfach euch anschauen, wie stark ihr das haben wollt, das ist einfach Geschmackssache. Aber grundsätzlich vom Prinzip her, denke ich, ist das relativ einfach zu verstehen und auch sehr schnell umzusetzen. Ihr könntet dazu natürlich auch gerne Aktionen anlegen, dass das Ganze automatisch erzeugt wird, aber jetzt grundsätzlich erstmal, damit ihr wisst, wie man den Effekt selber erstellen kann, sollte das auch schon reichen. Das war es auch schon wieder. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, gebt mir natürlich wie immer gerne einen Daumen nach oben, abonniert meinen Kanal, teilt das Video mit euren Freunden und dann sehen wir uns in der nächsten Woche wieder. Ciao!